Hallo Leute und herzlich willkommen zum diesjährigen Z-Log. Ich bin Semni und ich war dieses Wochenende von Freitag bis heute, der Sonntagmittag ungefähr, auf der Konnichi in Kassel. Das ist eine Cosplay-Convention, eine ziemlich große, eine der größten in Deutschland auf jeden Fall. Und es waren sogar Leute aus Japan da, wie ich erfahren habe, die extra deswegen hergekommen sind. Also wird es schon ziemlich bekannt sein, vermute ich mal. Und es ist eine Konnichi, die ist ziemlich zweigeteilt. Es gibt einen bezahlten Bereich, wo Händler sind, wo Aufführungen sind, wo Workshops und was weiß ich nicht alles ist. Da war ich gar nicht drin. Hatte ich auch gar keinen Verlangen nach irgendwie, denn es gibt daneben eine ziemlich große Wiese und in der ganzen Umgebung waren haufenweise Cosplayer. Man hat viele Leute kennengelernt, man hat viele coole Sachen gesehen und ich hatte ziemlich viel Spaß. Ich war mit meinem Kumpel Monkey dort und er hat halt alle 3 Tage jeweils was anderes durchgezogen. Ich war nur am Samstag selber verkleidet und zwar als Lysop aus dem aktuellen Arc in One Piece, nämlich Dressrosa, die Insel. Und ich war der einzige Lysop dort am Samstag, was eigentlich voll cool war, wodurch ich mal ein bisschen auffiel und ich habe ständig Leute rufen hören und so weiter. Das hat halt schon Spaß gemacht und wenn man bedenkt, dass ich eigentlich durch die Mütze bzw. den Helm mehr oder weniger, den ich auf hatte, kaum was gehört habe, trotzdem die ganzen Leute bemerkt habe, war schon fantastisch. Ansonsten, ja, ich kann ja mal einfach nur mal kurz die 3 Tage von Monkey Revue passieren lassen, von dem ich auch im Hintergrund Bilder reinschneiden werde, weil ich weiß, dass er sich darüber freut, wenn seine Bilder verbreitet werden. Am ersten Tag war er mit einer ganzen Gruppe aus Bekannten von ihm, von denen ich auch ein paar schon mal kennengelernt habe, unterwegs. Und sie haben quasi aussortierte Sportamer gemacht. Also der eine war alt, der andere war schwul, der andere war zu dünn, der andere saß im Rollstuhl und so weiter und so fort. Und sie waren laut, sie waren auffällig, sie hatten eine wahnsinnige Menge Spaß dabei. Und es war einfach cool und es hat zu den Typen gepasst, ganz ehrlich. Das war eine richtig geile Idee. Gestern war er dann als Sanji, passend zu dem Lysop da, und wir hatten glaube ich, 5 Bandenmitglieder zusammengekriegt, leider halt nicht alle. Aber wir haben halt trotzdem ja unseren Spaß gehabt da. Das ist eigentlich auch das Wichtigste. Und heute waren sie in einer schwulen Gruppe unterwegs. Er war als Transen-Sanji, denn er macht generell gerne Sanji oder Ruffy, halt aus One Piece, weil er da riesen Fan von ist. Und der taucht einmal, ist einmal auf der Insel der Transen. Für die Leute, die es kennen werden, wissen, was ich meine. Und diese Version in dem Kleid und mit den Locken und geschminkt hat er heute gemacht. Und sah zum Brüllen komisch aus. Und sie hatten auch einen pinken Darth Vader. Und jetzt wohl, während ich das aufnehme, werden sie wahrscheinlich immer noch herumrennen und ihren Spaß haben. Und die Leute irritieren vor allem. Es war jemand als Hentai Kamen da. Das ist ein relativ mittelmäßiger, merkwürdiger japanischer Film. Aber dass das überhaupt jemand macht und dass jemand wirklich freiwillig so rumläuft, wow, wirklich. Die meisten Leute dachten übrigens, es wäre Borat. Also, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ich meine. Bloß mit einem Schlüpfer im Gesicht. Genau, ich hatte, wie gesagt, habe ich jetzt die Bilder. Ansonsten, ich habe die Woche King's Bounty The Dark Side getestet. Wie heißt gar nicht was? Der Artikel müsste eigentlich bald online gehen. Dann könnt ihr euch das auf der Seite von denen anschauen. Werde wahrscheinlich wieder vergessen, das zu verlinken, also verspreche ich es jetzt gar nicht erst. Des Weiteren habe ich dann auch noch ein Spiel gespielt. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, weil das Angebot doch relativ gut war. Ich habe nämlich Professor Layton versus Phoenix White gespielt, also eine Mischung aus den beiden. Die beiden Charaktere treffen auch aufeinander. Und es sind so Fantasy-Elemente drin, aber es ist halt hauptsächlich das Gameplay der beiden, das Rätselspiel und das mit den Beweisen und so weiter. Und ich habe vorher noch nie Phoenix White gespielt. Ich war am Anfang erstmal komplett überfordert und war total verwirrt, weil man hat so einen neuen Beweis reinbekommen. Ich dachte, man muss den doch jetzt verwenden oder jetzt in dem Moment. Genau jetzt ist es wichtig, oder? Nein, war es nicht. Und deswegen habe ich da total verkackt erstmal und immer wieder neu gestartet, weil ich es nicht verstanden habe. Und sobald es einmal in meinem Kopf drin Klick gemacht hat, lief das und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist gut synchronisiert, es hat einen richtig coolen Stil. Selbst das Animierte sieht nicht schlecht aus, was ich eigentlich gedacht hätte, weil ich hätte mich eher über diese handgezeichneten Sachen gefreut. Aber das sieht halt, ist halt einfach das Handgezeichnete ein bisschen weitergeführt und wirklich extrem gut, auch ein sehr schöner Soundtrack. Vor allem ist der nicht so aufdringlich. Ansonsten, ja, wie gesagt, durch den Test und die Konichi fiel halt ziemlich viel weg, aber das macht ja nichts. Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass auf jeden Fall Dienstag wieder und Freitag wieder ein Video kommt und ich werde endlich mal versuchen, den Fighting Game Stream zu schneiden, damit er das bekommt. Und ich habe noch ein weiteres angespielt und werde
demnächst auch noch ein zusätzliches haben, da ich noch was testen darf und hoffe, dass das dann alles seinen Gang geht und ich das nicht vergesse während meiner ganzen Umzugsvorbereitung. Ich denke, ja, damit wäre eigentlich alles gesagt. Falls ihr Fragen habt oder falls ihr auf der Community zufällig wart und euch dieses Video ja plötzlich anguckt, aus welchem Grunde auch immer, könnt ihr einmal einen Kommentar da lassen oder eine Frage, falls euch noch was einfällt oder dergleichen, ob ich dabei war oder was weiß ich vielleicht. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Semni.